Protschka. Für Sie ist die EU ein gescheitertes Projekt. Wollen Sie einen Rückfall in die Zeit der Nationalstaaten? Die hat uns ja zu zwei verheerenden Weltkriegen geführt. Die Nationalstaaten haben uns nicht zu Weltkriegen geführt. Das ist jetzt wieder Philosophie. So ja, was ist philosophiert. Wir lieben ja unser Europa. Ich bin Europäer durch und durch. Nur wir kreiden der EU an, was übrigens auch Söder beschimpft hat auf dem CDU-Parteitag, dass zu viel Bevormundung aus Brüssel kommt, dass zu viele Gesetze, zu viele Verordnungen aus Brüssel kommen, zu wenig Nationalstaaten kommen. Sie reden immer von Europa. Europa ist ein Kontinent. Die EU ist gescheitert. Zu viel Bürokratie, zu viel Aufwand, zu viel, wenn ich eine Schnullerkette die Länge bemessen muss, wie gerade eine Gurke sein muss, das muss der Verbraucher entscheiden und nicht. Also sorry, das ist doch einfach nur Quatsch. Und wir wissen ganz genau, dass niemals über eine Gurke gesprochen wurde, kein einziges Mal. Und dafür mehr ausreden, nur wenn einer dagegen gegen die EU ist, müssen wir es noch lange nicht sein. Ja, Sie sind ja von der SPD, ich meine, die SPE mit Herrn Timmermans, das ist ja eine sozialistische Partei und Sozialismus hat man leider schon mal und das gilt zu verhindern und wir treten dafür ein, dass es weder einen braunen Sozialismus, keinen roten Sozialismus und auch keinen grünen Sozialismus in Zukunft auf europäischem Boden mehr geben wird. Wir treten ein für Frieden und deswegen sind wir die einzige Alternative, weil wir sind die einzigen, die gegen Waffenlieferungen sind und so weiter, die in Dialog treten wollen mit allen Ländern auf dieser Welt, wo sie der Großteil hier in dieser Runde leider verweigert und versucht, alle als Kriegstreiber hier versuchen ja, Putin in die Enge zu treiben.